Guten Tag, liebe Apothekenteams und alle interessierten Zuhörer. Mein Name ist Stefan Alf. Ich bin Sprecher der Alliance Healthcare Deutschland AG und rede heute mit Professor Dingermann über Ihre Fragen zum Thema Corona. Professor Dingermann ist Pharmazeut. Er war über 20 Jahre lang Professor für pharmazeutische Biologie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Seine Fachgebiete sind Biochemie und Molekularbiologie. Auch als Autor und Publizist hat er sich einen Namen gemacht, unter anderem als Chefredakteur diverser Fachpublikationen, darunter die offiziellen Organe der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft. Zudem ist Professor Dingermann seit 10 Jahren Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung, Ihnen auch als PZ bekannt. Wir haben dieses Interview natürlich nicht gemeinsam im selben Raum geführt, sondern per Telefon. Die gelegentlich schlechte Tonqualität bitten wir daher zu entschuldigen. Lassen Sie uns gleich nochmal einsteigen. Herr Professor Dingermann, wie stark ist Ihr Alltag derzeit von Corona geprägt? Oh, mein Alltag ist im Moment sehr stark von Corona geprägt. Ich bin, wie Sie vielleicht wissen, derzeit auch Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung. Wir bekommen massenhaft Meldungen, die wir natürlich sichten, sortieren und dann online stellen. Und darüber hinaus bin ich auch als Gesprächspartner relativ stark nachgefragt. Neben diesem Podcast, den wir jetzt gerade aufnehmen, muss ich gleich noch einen weiteren Podcast aufnehmen beim Hessischen Rundfunk. Und dann habe ich heute Abend um 20 Uhr noch ein Live-Webinar, wo ich auch zu diesem Thema noch sprechen muss. Also Sie sehen, ich bin stark eingebunden, aber ich bin gesund. Das ist das Wichtigste und das heißt, Sie sind jetzt sozusagen nicht nur gesund, sondern Sie sind auch Podcast-Profi. Dann werden wir doch ganz schnell in die Sache reingehen. Wir haben hier einige Fragen, die insbesondere die Therapie und auch den Hintergrund des Virus betreffen. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, die Begriffe Coronavirus und Covid-19 werden in allgemeinen Sprachverwendungen sehr oft synonym verwendet. Ist das denn richtig? Können Sie uns den Unterschied erklären, wenn es denn einen gibt? Also das ist natürlich nicht ganz richtig. Und ich persönlich achte schon darauf, dass ich diese Begriffe auseinanderhalte. Denn Coronavirus oder SARS-CoV-2, wie es auch abgekürzt wird, das bezeichnet das Virus, wohingegen Covid-19 die Krankheit bezeichnet. Und das ist natürlich nicht ganz unproblematisch, wenn man hier mit den Begriffen durcheinander kommt. Denn infizieren kann man sich an dem Virus und die Konsequenz ist die Erkrankung. Ich verstehe. Eine nachfolgende Frage. Gibt es möglicherweise noch andere Krankheiten, die das Coronavirus überträgt oder ist Covid-19 die einzige? Ob Covid-19 die einzige Erkrankung ist, ja. Das ist richtig. Das ist richtig vor allen Dingen dann, wenn man tatsächlich von SARS-CoV-2 spricht. Wenn man von Coronavirus spricht, dann gibt es in der Tat auch andere Krankheiten, denn es gibt neben diesem aktuellen Virus noch 3 andere Viren derzeit, die für den Menschen pathogen sind, die aber viel, viel leichtere Krankheiten verursachen, die man oft gar nicht wahrnimmt. Und daraus ergeben sich auch zum Teil Missverständnisse, dass man sagt, das Covid-19 ist ja eine harmlose Erkrankung. Das stimmt eben nicht, denn dann antizipieren die Leute dann tatsächlich, dass es sich um eins der anderen Coronaviren handelt. Wir reden hier natürlich von dem jetzigen Coronavirus, dem sogenannten SARS-CoV-2, das in der Tat nur Covid-19 verursacht. Allerdings muss man sagen, dass diese Krankheit Covid-19 in sehr unterschiedlichen Ausprägungen daherkommt, zum Teil sogar unsymptomatisch, also ohne Symptome, zum Teil aber auch mit sehr unterschiedlichen Symptomen von Fieber, Schüttelfrost und so weiter, bis hin zu Verlust des Geschmacks, also was auch ein starkes Zeichen ist, dass man tatsächlich diese Krankheit hat. Okay. Eine Therapie für Covid-19 scheint es noch nicht zu geben, aber viele Forscher sind derzeit daran. Welches sind derzeit die vielversprechenden Therapieansätze, die man zurzeit testet?
Ja, das ist natürlich das große Problem, dass es praktisch nichts gibt für Covid-19. Und daraus ergibt sich auch die große Bedeutung, die ja viele Menschen eigentlich nicht so verstehen. Warum muss hier alles zum Erliegen kommen und so weiter? Das liegt in der Tat daran, dass wir nichts haben, weder eine Therapie noch zum Beispiel eine Impfung. Aber natürlich wird mit Hochdruck an solchen Therapien gearbeitet. Und da gibt es, ich sag mal, bessere und schlechtere Nachrichten und auch falsche Nachrichten. Man kann sagen, dass im Wesentlichen vier Ansätze hier im Moment mit Hochdruck bearbeitet werden, auch mit der Unterstützung von Geldgebern. Das erste Produkt, was hier in der Pipeline ist, aber längst nicht fertig ist, das ist das berühmte Resorchin, also Chloroquin, das Malaria-Medikament, das, wie gesagt, für Malaria zugelassen ist, aber für Covid-19 nicht. Und das macht natürlich ein Problem, denn es ist nicht sauber getestet. Und hier einfach ein solches Medikament zu nehmen und sich selbst damit zu therapieren, kann sehr gefährlich sein. Es hatte in der Tat auch schon erste Todesfälle gegeben. Das nächste ist ein HIV, eine HIV-Kombination, Lopinavir-Ritonavir. Hier gibt es in der Tat recht vielversprechende Studien, aber auch hier hat noch keine Zulassung stattgefunden. Dann gibt es ein weiteres Medikament, das heißt Favipiravir. Der Präparatname ist Avigan. Auch hier fehlen noch die Studien, die letztlich zu einer Zulassung führen. Und der vierte Wirkstoff, das ist ein Wirkstoff, der in Europa nicht zugelassen ist, der aber in Japan zugelassen ist. Camostat heißt dieser Wirkstoff. Und das ist interessant, weil der an einen Rezeptor bindet, an ein Protein bindet, das dem Virus gewissermaßen hilft, in die Zelle einzudringen. Wir wissen mittlerweile sehr genau, dass das Virus über den ACE2-Rezeptor eindringt. Aber hier ist eben ein zweiter Rezeptor notwendig und dieser Rezeptor wird durch dieses in Japan zugelassene, aber natürlich auch nicht für diese Krankheit zugelassene Medikament oder den Wirkstoff Camostat gehemmt. Also man kann hier mittelfristig mit Wirkstoffen rechnen, vorausgesetzt die klinischen Studien gehen gut aus, was nicht nur bedeutet, dass eine Wirksamkeit gezeigt wird, sondern was vor allen Dingen auch bedeutet, dass eine Unbedenklichkeit gezeigt ist. Das ist im Moment nicht der Fall. Und wenn man dann einfach hier off-label solche Wirkstoffe einsetzt, die ja verfügbar sind zum Teil, dann kann das sehr gefährlich sein.